Ja, bitte. Mach du weiter. Schnell wie immer. Wunderbar, du wirst damit entlassen. Viel Spaß. Na toll, der halbe Abend ist jetzt rum, deswegen. Danke, Mama. Bis dann. Ist hier sonst noch irgendwo was? Papa hat nichts. Okay, hier haben wir wieder... Mama hat auch nichts mehr. Na, wo war denn was? Nee, Mama hat nichts mehr. Na gut. Papa hat nichts, Mama hat nichts. Hä? Ja, aber ich kann noch nicht essen, weil ich mir sonst nämlich irgendwie selber... Ich habe vorhin was trinken wollen, das war auch super. Ist mir die ganze Mist wieder aus dem Mund rausgelaufen. Wir können wieder raus, ne? Ey, da ist ja, da ist ja der Typ da. Ich bin noch nicht draußen. Jetzt bin ich draußen. Ah, er hier. Und er hat kein Rätsel. Wer war der? Dagel. Dagel? Dag war das doch, oder? Da steht Dougal. Dagel. Der Dackel. Der Dackel. Raschel, Junge, was treibst du dich noch so spät hier herum? Hallo, Onkel Doug, ich bin auf dem Weg zu Randall. Danke, Randall. Oh, was führt unser junger Adliger diesmal im Schilde? Behalte ihn besser gut im Auge, verstanden? Wenn ihm irgendetwas zustößt, dann wird sein Vater alle Hebel in Bewegung setzen. Keine Sorge, Onkel Doug, wir treffen uns nur bei ihm zu Hause. Keine Abenteuer oder so. Ja, zwinker, zwinker. Das letzte Mal hat Sir Ascot dich nach Hause geschickt. Weißt du noch? Du solltest ihn lieber nicht verärgern, Herschel. Ach, er wird meine Anwesenheit nicht mal bemerken. Bis morgen. Und morgen wird er sie bemerken. So, was haben wir hier noch? Nee, hier haben wir nichts. Dann gehen wir schon mal weiter, wa? Ja, würde ich auch sagen. Gut. Sonst ist hier auch nichts groß. Randall, der Neighbor. Ach nee, Quatsch. Mist. Zwei. Das war der Lehrer, Mr. Mr. Lehrer. Mr. Collins, ja, warte, ich hab's gleich. Mr. Rätsel, yay! Hoch, das ist ja... Layton, Sie hier? Guten Abend, Herr Collins. Wieso schleichen Sie mitten in der Nacht am Schultor herum? Sie können mir Ihren Aufsatz gerne morgen im Unterricht geben. Habe ich Sie so gesprochen? Ja, ja. Na gut, dann gehe ich mal. Nicht so schnell, junger Mann. Wenn Sie schon so fix mit Ihren Hausaufgaben sind, dann habe ich hier noch was für Sie. Extra Aufgaben, haha, Streber. Oh Gott. Rätsel 25, Höhlenausblick? Dieser junge Globetrotter. Dieser Globe-Jungtrotter. Na, mache. Möchte von Punkt 1 nach Punkt 5 gelangen. Dafür muss er die vier richtigen Höhen passieren. Höhlen passieren, denn die falschen Höhlen sind mit fiesen Fallen versehen. Eine Vorgängerin, die diese Aufgabe bereits erfolgreich bestanden hat, überliest im Abenteuer die Fotos A bis D. Finde mit Hilfe der Fotos die korrekte Strecke und bedenke, dass du nicht weißt, welches Bild wo aufgenommen wurde. Um Gottes Willen. Interesting. Okay, das heißt schon mal, Bild B ist der letzte. D ist der letzte. Nee, B. B ist der letzte. Ja, das würde ich auch sagen. Wegen dem Gras. Weil da nur Gras ist und keine Felsen mehr. So. Richtig. Und D wäre dann... D ist dieser zwischen 2 und 3. Richtig. So. C. Und A. Aha. Also C wäre definitiv schon mal das erste. Weil, da würdest du so oder so immer auf Stein gucken. Ja gut, das könnte aber zwischen 3 und 4 auch sein, je nachdem, welches Tor das richtige wäre. Okay, dann gucken wir mal ein Stück weiter. Schwierig zu sagen. Diese Biegungen da drin, heißt es einfach rechts, Mitte, links? Auf den Bildern meine ich? Na weißt du was? Eins kann ich dir erzählen, und zwar... Du kannst, also A ist definitiv in Höhle 3. Zwischen 3 und 4 meinst du? Zwischen 3 und 4, genau. Weil? Guck mal. Dieser Grasbüschel meinst du? Nee, Sand. Oh, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Tada. Okay, also das heißt, da ist es schon mal blau, ne? Genau, das wollte ich fragen. Das bedeutet, ja, genau, müsste so... Ja, muss wohl so sein, ja. Dass man dann immer so sieht, wie... Das ist blau. Hm. Okay, also streichen wir jetzt A gedanklich schon mal weg. B ist der Ausgang, haben wir gesagt.
Das wäre dann der rote, oder? Das wäre der rote. So, zwischen 2 und 3 ist es gelb. Und beim... Zwischen 2 und 3 ist es gelb, genau. Beim übrigen ersten ist es dann theoretisch C. Genau, also, das wäre dann blau, gelb, blau, rot. Bitte? Blau, gelb, blau, rot? Ach so, ja, genau, so habe ich es auch. Ja, dann Antwort. Müsste stimmen. Da habe ich mir jetzt mehr Gedanken gemacht oder mehr Angst vor dem Rätsel, als es wert war. Yay! Siehst du, nach diesem Rückschlag gerade eben... Muss auch mal was wieder schneller gehen. Genau. Der Weg ist frei. Wenn du die Szene eines jeden bildest, bla bla bla, bla bla, bla bla, ein wenig bla noch hier und da und weg. Könnt ihr selber lesen. Hoppla, jetzt ist mir mein Mikrofon nach unten geklappt. Wir haben es ja schon erklärt, wie es ging. Oh. Na, sie haben ihre Hausaufgaben anscheinend ja wirklich gemacht. Bildlich gesprochen, meine ich. Natürlich nicht ernsthaft, ehrlich und richtig. Weißt du, Hausaufgaben machen, hahaha. wie immer, Herr Collins, darf ich jetzt gehen? Von mir aus. Aber seien Sie nicht zu lange unterwegs, sonst macht sich Ihre Frau Mama wieder unnötig Sorgen. Das werde ich nicht, keine Angst. Wiedersehen! Tschüssi! Bye bye. Der hat bestimmt nicht noch mehr Hausaufgaben für uns. Ich glaube, wo ich es vergesse. Oh. Was? Er hat nichts. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Okay, Weiter? Ja, weiter. Wollen wir mal zur Uni gucken? Ja, rein da. In der Schule habe ich bereits tagsüber ausreichend Zeit verbracht. Ich sollte Randall direkt aufsuchen. Tja, alles dann. Gut, dann halt nach rechts. Ja, du willst immer irgendwie zur Schule, aber da geht's nicht hin. Das ist wahrscheinlich so ein unbewusstes Bedürfnis von mir. Diese ganzen Fragen über, was war es noch gleich? Die Maske des Chaos? Was hat Randall diesmal nur ausgeheckt? Neuer Weg. Hm. Oh, das ist doch Dalston. Dalston. Was macht er denn um diese Uhrzeit hier draußen? Ich will nochmal den Wasserhahn. Ja! Wasserhahn? Ja! Mhm. Warte mal. Ja! Keine neue Hinweismünze. Dalston, los. Ja? Wo? Und er hat ein Rätsel. Der dicke Typ in der Mitte, das wird man ja wohl sehen. Nein, die Hinweismünze meine ich. Hä? Nein. Gab keine. Ach, keine neue. Okay. Oh, er hat ein Rätsel. Ach. Der warst du, glaube ich, oder? Na, Layton. Spät für einen Spaziergang, findest du nicht? Das gleiche gilt für dich, Dalston. Wissen deine Eltern überhaupt, dass du dich noch draußen herumtreibst? Den habe ich doch nur gesprochen, weil du nicht da warst. Ach so. Ja. Ist das meine Schuld? Ja. Nein. Doch, du warst nicht da. Also, machen. Hm. Ja, vielleicht auch nicht. Wen kümmert's? Ich gehe, wann ich will, wohin ich will. Hey. Eben habe ich Angela gesehen. Ihr feiert doch nicht schon wieder so eine Archäologenparty, oder? mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, aus alten Tierknochen. Versteh mal einer, was Angela an diesem verzogenen Bengel findet. Meine Eltern sind viel reicher als seine. Nun ja. Was ist mit dir, Layton? Geht dir unser Snob Ascot nicht mit seinen idiotischen Einfällen mittlerweile auf die Nerven? Seine archäologischen Ambitionen teile ich nicht gerade, aber ich höre ihm gerne zu. Im Reden ist ein... ein Escort. Das ist sicher. Er hält selten die Klappe. Aber für seine blöden Kinderabenteuer sind wir doch zu alt, oder? Das sind keine Kinderabenteuer, Dalston. Außerdem sind wir erst 17 Jahre alt, deswegen dürfen wir noch Kinderabenteuer machen. Wenn ich dich daran erinnern darf. Erst? Wir sind schon 17, meinst du sicher? Wir sind zu alt für Rätsel und so. Dieses hier zum Beispiel ist viel zu einfach für mich. Deswegen musst du es mir stellen. Oh, wei. Knittermatte. Dalston hat Herschel eine Matheaufgabe gestellt. Sie steht auf diesem Zettel, der leider an mehreren Stellen eingerissen und daher schlecht lesbar ist. Als Herschel über der Aufgabe brütet, grinst Dalston süffisant und spottet. Was dauert denn da so lange? Das ist ja wohl die simpelste Aufgabe der Welt. Kannst du Herschel bei der Lösung helfen? Ich habe so eine Vermutung, dass wir gar nicht so auf die Zahlen gucken sollten. Hm.
mehreren Stellen gerissen. Ja, so wie du das sagst, ist es glaube ich schon gar nicht so verkehrt. Also ich würde sagen, die Antwort ist 15. Warum 15? Ich weiß nicht, gucken wir doch mal. Vielleicht weiß ich's. Das musst du mir jetzt erklären. Nö, nix da. Warum 15? Tja, das werde ich nicht sagen. Ja gut, ich seh's ja dann in der Lösung hoffentlich gleich. Ach Manno. Sofern du mich jetzt nicht verkackeiert hast und es ist 20. Nein, das stimmt. Okay, gut. Na, gucken wir mal in die Rätsellösung. Ne? Oh. Richtig. Okay, da wäre ich nicht so schnell drauf gekommen. Ja, ich habe mir schon gedacht, irgendwas muss es doch mit den Schlitzen zu tun haben. Da habe ich mich gedacht. Ich habe erst überlegt, ob vielleicht irgendwie die Aufgabe damit zu tun hat, dass irgendwie am Ende rauskommt 0. Weil A und B irgendwie die gleiche Zahl sind oder irgendwie so. Nee, ist leider nicht. Aber jedenfalls, ich weiß nicht, irgendwie, das war klar, dass es diese dummen. Ja, bei so Sachen muss man irgendwie um die Ecke denken. So, jedenfalls, dann habe ich mir überlegt, Moment mal, das sieht doch überhaupt nicht aus wie Zahlen. Das eine sieht vielleicht ein kleines bisschen aus wie eine, was weiß ich. Aber Moment mal, das ähnelt einer 2. Und dann habe ich mir so überlegt, Moment, dreh das Ganze mal um. Oh! Ach ja, und diese so umgedrehte 17, das konnte ich mir dann auch schon denken. Also ich konnte mir denken, dass man es dann umdrehen muss. Ich weiß nicht wieso. Hab sowas ja, das gehabt. War jetzt cool. Esket hat dich mit seiner Rätselitis angesteckt. Noch verleugnest du es zwar, aber du bist längst infiziert. Du und Angela. Nein, das ist nicht von Esket. Es sind meine Gene, übertragen von meinem Vater. Ich kann es mir nicht leisten, bei euren Spielchen mitzumachen. Ich bin zu hören bestimmt, glaubt mir. Das Hotelgeschäft wartet auf seinen zukünftigen Magnaten. Ach übrigens, ich habe vorhin Henry Eskets Anhängsel mit zwei riesigen Einkaufstaschen gesehen. Ein fleißiges Bürschchen, ohne Frage. Mich könnte man allerdings nicht so in der Gegend herumkommandieren. Nun, du bist auch nicht Henry. Er ist eben pflichtbewusst. Oh, das fand ich. Ja? Du hingegen ähnelst ihm sehr. Seine Grafschaft tragt. Seine Grafschaft tragt die Nase hoch, lässt sich ganz schön nach seinem Belieben tanzen. Ach, Dalston, sei doch nicht so zickig, willst du nicht lieber mal mit uns kommen? Du brauchst es nur zu sagen, wir nehmen dich gerne auf unser Kind und auf eines unserer Kinderabenteuer mit. Wenn du wüsstest. Naja, also, ich muss los, bis morgen dann. Weißt du, das ist so eine richtig krasse Party mit Blackjack und Hookers. Entschuldigung. Mit was? Mit Blackjack und Nutten. gehen wir runter oder wollen wir nochmal hoch erstmal? Ich habe nochmal mit ihm gesprochen, aber hatte nichts mehr. Moment, Randall wohnt nicht in dieser Richtung. Er wird sich noch in etwas hineinsteigern, wenn ich zu spät bin. Besser, ich beeile mich. Ja gut. Na gut. Naja, wenn es sein muss. Oh. Moment mal, nee, wo muss ich denn dann hin? Nach links. Ach, ich muss nach... Ach, da ging's dann neuerdings lang. Ich dachte, wir kommen von links. Katzi. Hallo, Herschel. Oh, Angela, hallo. Schön heute Abend, oder? Oh, ja. Randall war ganz schön stürmisch heute, nicht wahr? Ja, wie immer. Seine Begeisterung ist ansteckend. Und auch irgendwie bewundernswert. Das stimmt. Aber manchmal übertreibt er es. Es ist gut, dass er dich hat. Du holst ihn immer wieder auf die Erde zurück. Aber bin ich denn nicht eine Last für ihn? Nein, überhaupt nicht. Wir sind doch für ihn da. Ja, er kann froh sein. Schließlich hat er eine Freundin, die sich sehr um sein Wohlergehen sorgt. Und einen treuen Freund. Du passt doch auf ihn auf, Herschel, oder? Versprich mir das. Ja, ich verspreche es dir. Naja, pass auf ihn auf, bis dass der Tod euch scheidet.